aber ein Brett hat man da. Ach, Menno. Ach, so doof kann doch nur ich sein. Entschuldigung. So doof kann natürlich jetzt nur ich gewesen sein. So, gehen wir mal nach oben. Toll. Ein Bunsenbrenner. Wie ist denn die Figur von der Statuengalerie hergekommen? Und wo ist der Kopf? Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Drei kleine Öffnungen. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Drei kleine Öffnungen. Ein Hobel und ein Korken. Hä? Ach so, genau. Wir brauchen ja später für das Gemuse. Ich muss etwas in die Öffnung stecken, sonst läuft die Flüssigkeit raus. Kerosin eingießen haben wir noch nicht. Aber wir können jetzt das Spielchen wagen. So. Was jetzt? Rotier die Spielfiguren, bis alle Engel nach oben zeigen und die Figuren drehen. Das war ja mal leicht. Das ist ja cool. Das ist das Kerosin. Das fülle ich da natürlich rein. Eine Rune. Yeah, ein Bunsenbrenner. So, jetzt ist natürlich die alle Frage aller Fragen. Können wir mit dem Bunsenbrenner die Kerze anzünden? Nein. Gut. Das erklärt irgendwie nichts. Dann gehen wir mal das Netz verfackeln. Mach mal kaputt. Aber ja, doch, es macht sich bemerkbar, ne? Dass das Wimmelbildspiele manchmal unlogisch sind. Mit wem spricht Neid denn da? Der Prinz? Und der Arzt. Das war doch Prinz Edwin. Was geht hier vor sich? Ich muss Neid unschädlich machen, bevor er entwischt. Ich will nicht in die Kugel. Ich will... Nein. Das da. Der Arzt braucht keiner mehr. Mir so leid. Kaderboom. Das sind... Ich glaube, 3 Todsünden haben wir jetzt gekillt. Ich muss herausfinden, inwiefern der Prinz in die Sache verwickelt ist. Da gibt es eine Karotte. Komme ich nicht ran. Kette könnte eventuell noch nützlich sein. Ach, weiß man nicht, kein Fall. Wir haben aber nichts dafür. Okay. Eine Karotte haben wir jetzt gekriegt. Er hat einen Knopf und ein Leben verloren. Oh, hier hinten ist noch eine Kugel. Ich brauche ein zweites Gewicht. Das werden wir natürlich dann nachher noch bekommen. Jemand hat den Hebel rausgerissen. Alter, alles machen sie kaputt. Was haben wir hier? Eine Rune. Eine setzen wir schon mal ein. Fehlen noch mehr. Wenn ich das Labyrinth ohne eine Karte betrete, komme ich nie wieder heraus. Okay, aber wir haben jetzt, Moment, wir haben jetzt Gemüse. Gemüse. Wir wissen, was wir mit dem Gemüse tun. Nämlich das. Und das. Komm mal raus. Oh, guckt mal. Ist die nicht süß? Mem, 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 mem. Lecker Schmack, du Fatz. So, damit haben wir eine Zange und eine Goldmütze. Ehrlich gesagt, kein Plan, was wir damit haben machen wollen. Mit der Zange könnte man eventuell... Das da. Dann haben wir die Kette. Und dann können wir... Moment. Das mal hier zusammenbauen.
sollte ein, zwei Kettenglieder durchschneiden, damit ich das kriege, dann die Kette. Oh, und? So? Haben wir? Haben wir dran? Geil animiert. Wie ich denn hier gelandet? Alter, noch ein Opfer der Sündhaftigkeit. Nehmen wir mal die Maus mit. Die muss hier nicht rumgammeln. Was? 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 Ah, was? Wohin? Pff, keine Ahnung. Pfeiler? Eine Maus? Nö, brauchen wir nicht. Moment, aber. So. Ein Stein. Komm, wir schneiden ihn. Schüssel. Ach, eine Notiz. Moment, Notiz. Notiz. Ein Hebel. Ein Hebel. Die Axt. Handschellen hingen hier rum. Bügeleisen stand da rum und die Lanze ist da. So, haben wir. Wir haben den Hebel. Brauchen wir das dafür? Ja, natürlich. Und natürlich brauchen wir noch ein Zahnrad. Das haben wir aber nicht. Läuft was Pieksas, um den Scheiterlauf zu bringen. Nehmen wir den Gürtel. Und das Zahnrad fehlt trotzdem noch. Können wir das als Knopf verwenden? Nein. Okay, Versuch was wert. Ja, bin wieder keinen Millimeter weiter. Weiter? Nee. Goldmünze. Knopf, Kopf. So, ich schaffe aber erst den Kopf weg, weil ehrlich gesagt ist der gruselig. Oh, ist die süß. So, wir laufen halt ein bisschen hin und her, ne? Macht uns ja Spaß. So, nächstes Minispiel. Nein, immer noch nicht. Hier fehlt immer noch eine. Aber der Knopf. Und jetzt bestimmt der Größe noch, ne? Ordne die Knöpfe so an, dass ihre Farbe... Ach, Reihenfolge mit dem Regenbogen. Ach so, Rot passt. Nach Rot kommt Orange. Nach Orange kommt Gelb. Und Grün. So. Haben wir einen Dartpfeil? Was wollen wir damit? Dartpfeil. Ach ja, im Kinderzimmer war doch eine Dartscheibe, oder? Runde gefunden. Also es ist überraschend leicht. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Das gesamte Spiel bisher, es sind so ein, zwei Rätsel, aber ansonsten ist es leicht. Was müssen wir? Sortiere die Runen nach den Farben in den vier Feldern. Der geriffelten Kreis oben zeigt, welche Farbe in welche Ecke gehört. Okay, ich gehe, ich sage nichts mehr. Diese Spiele. Ach nö, bitte nicht. Ich hasse so eine Spiele. Das kriegt man doch nie hin. Egal in was für einer Zeit. Du brauchst ewig für sowas. So, Zahnrad. Also ich bin auch, ich ganz ehrlich, ich finde Wimmelbildspiele cool. Aber so eine Rätsel sind für einen Eimer. Prinz Edwin. Look, Madame, we have a guest.
Wollust und Prinz Edwin arbeiten zusammen. Ich ahne Übles. Ich muss meinen Kristall wiederbekommen und diesen Schurken, den Garr, ausmachen. Wir müssen aber den Prinzen überleben lassen. Es wird schwierig. So. Ich muss einen Nagel rausziehen. So, hier fehlt dann was. So ist das also. Die Betreiberin des Kabaretts fiel der Wollust zum Opfer. Arme Madame. Es war leichter, die Männer Riddlestones zu verführen. Im Kabarett fanden sie den Tanz und das Amüsement, wonach es sie im Geheimen eh gelüstet hatte. Und schon war der Pfad der Sünde beschritten. Die Zerstörung von Familien ist einfach ein herrlicher Spaß. Wollust. Was ist das? Reißverschlussschieber. Da fehlt schon wieder ein Schlüssel. Wer schließt denn ein Erste-Hilfe-Kästchen ab? Vielleicht kann ich als Schloss auch ein Schlüssel ohne Schlüssel öffnen. Oh Gott, hier, mach irgendwas. Keine Ahnung, Alter. You're too late. Once Prince Edwin is out of the way, we'll seize the palace and obliterate the Rockwood bloodline. I'll handle this. Jacques, kill! Okay, verbanne. Sei nicht so garstig, du Ungetüm. Du brauchst bestimmt nur ein Nickerchen. Okay, da kann ich aber jetzt nichts machen an sich, oder? Was ist ein Reißverschluss? Jetzt habe ich hier Ohrring und eine Puderdose. Cool. Aber der Ohrring ist hierfür vielleicht gut. Jetzt haben wir ein Skalpell und eine Spritze. Eine Spritze da bestimmt? Nö. Okay. Puderdose. Überlege ich gerade, wo hat man noch was zu machen? Wenn ich eine Schnur hätte, könnte ich die Perlen auffädeln. Okay, wir haben keine Schnur. Wir haben keine Schnur. Wir haben ein Skalpell. Die futtert immer noch. Süß. Gucken wir mal weiter. Ja, unten brauchen wir immer noch Licht. Hier fehlt das Rad immer noch. Haben wir noch nicht ran. Und hier war nichts mehr. Tipp. Okay, jetzt wir müssen hier bleiben. Ach, natürlich. Da ist noch ein Geheimversteck. Jetzt können wir natürlich das hier hinsetzen. Was ist das? Die Decke ist fast zugedreht. Weil das müssen wir natürlich erst versetzen. Womit allerdings, frage ich mich. Der Deckel ist fest zugedreht. Zum Kaputtmachen haben wir nichts mehr. Zum Kabarett, okay. Da brauchen wir noch nicht hin. Überlege ich gerade, weil in der Spritze scheint ja nichts drin zu sein.
haben wir denn noch zur Auswahl? Medaille. Ach so, deswegen brauchen wir die Schnur. Genau, wir müssen ja noch den Kranz neu machen, den Rosenkranz müssen wir ja noch auffädeln wieder. Ah, da unten fehlt uns immer noch Licht. Hätten wir den Bunsenbrenner gehabt noch. So, und hier fehlt uns das nur. Toll, ist wieder abgefallen. Heb's doch einfach an und nimm das, was darunter ist, weg. Huch. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Aha. Aber gut, können wir mal in Ruhe hier gucken auch noch. Das ist halt dieses Hinweisleuchten, das vereinfacht das Ganze und wenn man dann nicht weiter weiß, dann fehlt es einfach. Ja, da sind wir wohl alle ein bisschen schon verwöhnt. Ich leider mit eingeschlossen, weil mich wurmt es gerade wie verrückt, dass ich nicht weiß, was ich tun kann. Betäubungsmittel. Was? Ich brauche eine Präzisionsgerät, um das Betäubungsmittel aus den Fläschchen zu holen. Na, hier. Hä? Ich brauche ein Präzisionsgerät, um das Betäubungsmittel aus den Fläschchen zu holen. Wir haben die Spritze. Das funktioniert nicht. Ein Präzisionsgerät? Was? Was denn bitte? Ach so. Aha. Ach so. Okay. War auch so logisch jetzt alles, ne? Ein Skalpell stark genug, um Glas zu durchschneiden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, da friss. Sei glücklich. Yummy, 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 yummy. So, können wir jetzt da rein? Wollust verbirgt sich hinter dieser Tür. Ich tarn mich lieber. Okay. Wow. Die Kleider. Das ist das, was ich am Kabarett immer so cool finde. Diese mega Kleider. Schon ein bisschen unheimlich. Ich muss den Kristall schnellstmöglich finden. Wie soll ich dieses Geheimfach aufbekommen? Da haben wir ein Stück Schnur. Oh nein, da ist das Grammophon nichts wert. Oder beziehungsweise es funktioniert nicht. Da haben wir einen Flaschenöffner. Augenhöhlen fehlt die Edelsteine. Einen haben wir. Einer fehlt. Gut. Platte. Ach, du wirst es sichtbar machen. Perfekt, nun kann ich eine Kopie machen. Ja, womit bloß ist die Frage damit? Ja. Da ist ein Drache, der fehlt. Sobald ich den Kristall wieder habe, sind die Tage gezählt. Okay, wir haben jetzt aber erstmal eine Schnur. Eine Schnur. Laufen jetzt hier sinnlos von A nach B. Fädeln das auf. Fädeln das auf. Ach, ein Docht ist... Dann ist das halt ein Docht. Ist auch kein brennender Docht.